Ja, wer hätte das gedacht? Direkt nach unserem Abenteuer mit dem Spiel geht's für den ganzen Quadribium Club auf Tour. Bei den Flatfoot Drivers wollen wir mal was Neues ausprobieren. Und dieser Ort ist sehr geeignet dafür. Es handelt sich um den Campingpark La Ballena Alegre an der Costa Brava in Spanien. Na, mal sehen, was das wird. La Ballena Alegre, direkt am Meer gelegen in einer windreichen Region, deswegen beliebt bei Kitesurfern und Windsurfern. Aber man kann hier natürlich auch anderen Wassersport betreiben, wie zum Beispiel Stand-Up-Paddling. Wir hatten uns wie gesagt überlegt, hier ein paar neue Dinge auszuprobieren. Also Nummer 1 ist okay, der Spitzname von Sari, den lassen wir jetzt mal weg, der hat ausgedient, ist Vergangenheit, genauso wie unsere Tauchlehrerkarriere. Aber gerade auch in der Pandemie haben wir festgestellt, dass man doch was tun sollte, um fit zu bleiben. Und man ist nie alt genug, um was Neues auszuprobieren. Sari hat da schon ziemlich vorgelegt. Nicht nur mit dem Thema der heutigen Episode, auch mit anderen Dingen. Aber zunächst mal zum Thema Stand-Up-Paddling. Da sieht man es bereits liegen, fertig aufgeblasen. Sari hat nämlich schon ein paar Vorerfahrungen gesammelt und sich ein eigenes Paddleboard angeschafft. Er sagt übrigens Stand-Up-Paddling, weil, naja, Stehpaddeln klingt irgendwie etwas komisch. Oder auch das Brett als Stehpaddelbrett, ja okay, Stand-Up-Paddleboard klingt halt nun mal besser. Die Boards gibt es in grundsätzlich zwei Ausführungen, einmal als Hardboard und einmal eben, wie hier bei uns, zum Aufblasen. Das heißt, die zum Aufblasen nehmen, wenn man sie transportiert, etwas weniger Platz weg, machen aber dann vor Ort wieder etwas mehr Mühe, um sie herzurichten. Aber worum geht es eigentlich grundsätzlich? Also man hat dieses Board und da begibt man sich drauf, was manchmal ein bisschen Mühe macht und wenn man dann oben ist, versucht man sich hinzustellen und im Stehen mit dem Board sich vorwärts zu bewegen, eben Stand-Up-Paddling. Eine wichtige Sicherheitsmaßnahme ist, das Board über so ein flexibles Band, wie wir das gleich sehen werden, am eigenen Fußgelenk zu fixieren. Einfach deswegen, es wird sich nicht vermeiden lassen, vor allen Dingen am Anfang, dass man von dem Board runterfällt. Und da der Prozess des Fallens, um es mal physikalisch auszudrücken, nicht nur eine Bewegung des menschlichen Körpers abwärts ins Wasser verursacht, sondern im gleichen Maße eine Gegenbewegung des Boards auslöst, kann es sein, dass dieses auf und davon schwimmt. Und damit man es immer bei sich behält, da fixiert man es doch lieber. Je nach Geschick kann man Stand-Up-Paddling auch bei unterschiedlichem Wellengang machen. Bis hin zu so einer Art Wellenreiten auf dem Stand-Up-Board. Das erfordert allerdings dann schon einige Übung. Also bevor man sowas anfängt, sollte man lieber erstmal sicher auf dem Board stehen können und sich fortbewegen. Sari, wie gesagt, hat sich wunderbar vorbereitet und sie hat auch schon einen Kurs im Stand-Up-Paddling gemacht und das Ganze auch schon am Bodensee durchgeführt. Und wie man hier sieht, hier an der Costa Brava, da ist das Wasser etwas unruhiger. Das macht alles ein bisschen schwieriger. Ich bin schon gespannt, ich darf das dann auch mal ausprobieren und ich bin da völlig unerfahren. Das Wasser in bestimmten Bereichen hier an La Ballena Alegre ist nicht allzu tief. Das macht es ein bisschen einfacher, auf das Brett hochzukommen, aber Geschick erfordert es trotzdem noch.
Auch wenn Stand-Up-Paddling ein relativ neuer Trend ist, so hat es doch eine lange Geschichte. Tatsächlich haben sich schon polynesische Fischer in ihren Kanus stehend fortbewegt und in Asien sind Ein-Mann-Bambusflöße zum Einsatz gekommen. Die Sportart Stand-Up-Paddling ist in den 2000er Jahren in den USA erfunden worden, also in Anführungszeichen entwickelt ist besser. Und ab den 2010ern, da kam das auch zu uns. Und tatsächlich, als ich damals am Schluchsee noch getaucht bin und Tauchunterricht gegeben habe, da habe ich zum ersten Mal diese SUPs gesehen. So, Sari hat jetzt Stufe 1 geschafft. Sie ist auf das Brett hochgekommen und kniet. Und jetzt geht es darum, aus dieser knienden Position in eine stehende zu kommen und stehen zu bleiben. Und da gleitet sie dahin über die Wellen. Ja, bei solchem Wellengang muss man auch immer aufpassen, wohin es einen verschlägt. Denn Wellengang bedeutet auch immer, dass da eine Strömung ist, die einen irgendwo hinträgt. Und das Paddleboard ist nun mal nicht unbedingt das Schwerste. Das lässt sich da gerne mittreiben. Ja, nun ist sie weit weg. Bis sie wieder da ist, noch so ein paar Erfahrungen, die wir hier beim Ausprobieren beim ersten Mal gerade machen durften. Also Nummer 1 ist, man braucht eigentlich Schuhe hier. Nicht wegen dem Wasser, so wegen dem, was unter Wasser ist. Das ist alles Sand hier am La Ballena Alegre. Das ist kein Problem. Nur beim Rauskommen, der Sand am Strand, der kann in der Sonne verdammt heiß werden. Da braucht man schon einen Schutz. Das zweite ist, Menschen wie ich brauchen dringend eine Kopfbedeckung. Und zwar eine, die im Zweifelsfall auch nass werden kann. Die Sonne ist doch schon etwas heftig. Und diese Schwimmshirts, die wir hier tragen, die sind auch wesentlich. Ansonsten holt man sich, wenn man die ganze Zeit auf dem Wasser liegt, den Sonnenbrand seines Lebens. Stand-Up-Paddling kann man zum Trainieren der eigenen Fitness und der eigenen Agilität machen, aber natürlich. Für welchen Sport gibt es das nicht? Natürlich gibt es auch Wettbewerbe. Es gibt sogar Stand-Up-Paddling-Rennen, also wo man schnell sein muss. Stand-Up-Paddling ist grundsätzlich unabhängig vom Gewässer, also man kann es in jeder Art von Gewässer machen, sei es nun ein Fluss, ein See, ein Meer wie hier. Allerdings je nachdem sollte man sich für ein unterschiedliches Brett entscheiden. Es gibt spezielle für Touring, es gibt welche fürs Rennen, fürs Surfen oder auch für Wildwasser. Und natürlich sollte man das Gewässer der eigenen Erfahrung so ein bisschen anpassen. Wenn ein Anfänger gleich mal ins Wildwasser geht, ist das, denke ich mal, keine so kluge Idee. Wir sehen jetzt hier den etwas heftigen Wellengang der Costa Brava, weil heute mal wieder etwas Wind ist. Mal sehen, ob Sari es schafft, sich aufzurichten. Ja, sie versucht's und... Ja, leider schiefgegangen. Aber so ist es nun mal. Wie überall heißt es, Übung macht den Meister. Wir sehen ja auch sehr deutlich, wie die Wellen sich brechen. Wellen brechen sich dann, wenn der Abstand zwischen dem Wellental und dem Meeresgrund kleiner ist als der Abstand zwischen dem Wellental und der Wellenspitze. Dann fängt die Welle an, nach vorne zu kippen. Okay, ein neuer Tag, ein neuer Versuch. Wir sehen, das Wetter ist jetzt etwas anders. Es ist bewölkt und der Wind ist nicht so stark und entsprechend ist die Wasseroberfläche etwas ruhiger. Ich erwähnte ja schon, dass es für das Stand-Up-Paddling auch Wettbewerbe gibt und natürlich gibt es auch Organisationen, nämlich den Deutschen Stand-Up-Paddle-Verband. Die arbeiten zusammen mit dem Deutschen Kanu-Verband und dem Deutschen Wellenreiterverband und zusammen bilden sie das, was sie die Stand-Up Paddle Alliance Germany nennen, SUPAG.
Und wir sehen hier Sari, wie sie im Moment noch kniend versucht, paddelnd nach draußen zu kommen. Verwendet dabei die Standard-Paddeltechnik, also Paddel eintauchen, ziehen und dann Paddel wieder zurückholen. Beim Stand-Up-Paddling wird die Seite regelmäßig gewechselt, auch je nachdem, wohin man das SUP lenken möchte. Hier steht's jetzt mittlerweile und kommt immer abwechselnd rechts und links paddelnd auf unsere Position zu. Sehr schön. Es ist übrigens tatsächlich empfehlenswert, das Stand-Up-Paddling bei einem Experten zu lernen, denn es geht nicht nur darum, dass man die richtige Technik lernt und Dinge, die man durch Ausprobieren jetzt nicht unbedingt so einfach rauskriegt, sondern es geht auch um das Drumherum. Zum Beispiel, wenn man eine Tour plant, da geht es darum, die Sicherheit zu beachten. Darf ich auf dem Gewässer die Tour überhaupt machen? Wie kann ich so eine Tour durchführen? Oder zum Beispiel auch, ich habe ja beschrieben, dass man das Board am besten am eigenen Fußgelenk über so ein flexibles Band befestigt. Es gibt unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten, je nach Gewässerart. Und solche Dinge sollte man lernen. So wie Sari. Der deutsche Stand-Up-Paddle-Verband schreibt auf seiner Webseite: Stand-Up-Paddling verbessert deine Gesundheit, dein Balancegefühl und dein allgemeines Wohlbefinden. Als Sport für den ganzen Körper stärkt es deine Fitness, fördert die Ausdauer und ist ein hervorragendes Cardio-Workout. Insofern ist es auch für unterschiedlichste Altersgruppen geeignet. Aber vielleicht möchte man sich nicht gleich ein eigenes Board kaufen für diese Sportart, aber das ist auch kein Problem. An vielen Gewässern kann man solche Boards leihen. Meistens kann man da direkt auch einen Stand-Up-Paddle-Kurs buchen. Hier nochmal aus der Nähe das Aufsteigen aufs Board.
kniende Position, Balance finden und dann geht's los. Dann nochmal ausbalancieren und versuchen, sich aufzurichten. Und schon steht sie. Ah, wenn man so zuguckt, dann sieht das alles so einfach aus. Ich bin immer noch gespannt, wie sich das für mich anfühlen wird. Was wir hier sehr deutlich sehen, der Wind nimmt schon wieder zu und das Wasser wird etwas unruhiger. Dieser Versuch ohne Paddel kam zu früh und wieder ist die Balance perdue. Es gibt Leute, die es hinkriegen, auf dem schwimmenden Board einen Kopfstand zu machen. Ja, das ist dann schon die echte Profiabteilung. Ah ja, da sehen wir jetzt auch schon wieder die Schaumkronen auf dem Wasser. Das heißt, der Wellengang hat nochmal zugenommen.
Wieder ein anderer Tag, wieder anderes Wetter und heute ist es auch mal an mir, das Ganze auszuprobieren. Okay, Sari legt vor und dann bin ich dran. Dabei stelle ich gleich ein Problem fest. Bei diesem Wellengang und der Strömung, wenn man sich zu viel Zeit lässt, sich aufzurichten und das Paddel zu ergreifen, dann treibt das Boot nach irgendwo hin, in dem Fall zurück an den Strand. Und oh Mann, hat mein Balancegefühl nachgelassen, das ist unglaublich. Mehr als das kriege ich irgendwie nicht hin. Das Board ist in ständiger Bewegung, die man irgendwie ausgleichen muss. Und ich habe nicht so wirklich den Plan, wie ich mich hier auf zwei Beine stellen soll. Da liegt wohl noch ein bisschen ein Weg vor mir, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für die körperliche Fitness und das Koordinationsgefühl sehr gut ist, diese Sportart. Ich wünsche nur, ich würde mehr hinkriegen als das. Okay, überlassen wir das Feld wieder denjenigen, die es etwas besser können. Ja, und damit möchten wir auch schon diesen kleinen Einblick in diese Sportart beenden. Sari möchte hier nämlich gerne noch etwas anderes ausprobieren, aber dazu kommen wir in der nächsten Gelegenheit. Jedenfalls eine interessante Sportart und mal sehen, ob wir das Stand-Up-Paddling auch noch bei anderen Gelegenheiten ausüben können.